Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wunder heute. Mein heutiger Studiogast ist Remo Egloff, er kommt aus Weinfelden und bei uns geht es um eine Schritt-um-Schritt-Heilung der Prostata. Ich weiß, wie es ist, am liebsten hätte man ein Gebet und das Wunder wäre da, sofort die Heilung und sichtbar das Resultat. Aber was ich sehr speziell und auch schön finde, ist, dass wir hier sehen in diesem Bericht, dass eben Schritt um Schritt eine Heilung durch Jesus Christus auch möglich ist. Jetzt zuerst einmal herzlich willkommen, Remo. Du hast einen Check-up gemacht, das war im Frühjahr dieses Jahres, 2014. Genau. Und zwar aus dem Grund, doppelte Vorbelastung könnte man so sagen. Ja. Aber am besten erzählst du uns gerade selber etwas dazu. Genau. Und zwar Prostatakrebs ist ja übertragbar, vor allem an männliche Nachkommen, direkte Nachkommen. Mein Vater ist vor 5 Jahren an diesem Krebs erkrankt, hat jetzt auch Ableger überall, kommt vielfach wieder zurück, auch nach erfolgreicher Behandlung im Knochen oder mit anderen Metastasen. Und das war natürlich der Hauptgrund und auch mütterlicherseits. Mein Großvater, von dem ich das Gefühl habe, dass ich viel von ihm auch geerbt habe, auch im Äußerlichen. Und er ist auch an diesem Krebs erkrankt und gestorben. Und es war eh mal Zeit für einen Check-up und speziell richtete sich der Fokus auf die Prostata-Werte. Das ist so ein Marker, Enzym-Marker, wie sie dem sagen, bei diesem Bluttest. Mhm. Jetzt warst du bei diesem ärztlichen Check-up und was kam dabei raus? Dieser Wert war zu meinem Entsetzen sehr, sehr hoch. 5-mal überhöht. Man redete von Normwerten in meinem Alter zwischen 0 und 2. Meiner war bei 9,5. Und das haute mich dann schon aus den Socken und machte mir natürlich auch in dem Moment auch Angst. Und ich war sehr schockiert dann im ersten Moment. Kann man sagen, dass ja eigentlich fast 5-mal höher als der Wert sein sollte? Ja, auf jeden Fall. Oder man sagt, ich habe natürlich dann im Internet informiert auch, oder? Der Arzt hat mir dann geschrieben, ich solle bald wieder kommen für die nächste Blutprobe. Und ich habe dann schon gesehen, dass ab 10 ein erhöhtes Krebsrisiko dann wirklich besteht und eine Gewebsprobe auch vorgenommen werden muss. Und entsprechend ging ich dann 3-4 Wochen später wieder zum erneuten Test. Also der Anfang, der Ursprung war dieser Wert von 9,5, der massiv überhöht war. Hat dir das ein bisschen Angst gemacht, als du das gehört hast? Weil du wusstest ja um die Geschichte deines Großvaters, respektive mütterlicherseits wie dein Vater. Was geht da ab, wenn man so etwas hört? Das ist einfach mal der Schock, oder? Und dann ist man einfach nur Mensch und hat Angst auch, oder? Und muss dann einfach das irgendwie mal schlucken und verarbeiten und informiert sich dann und fängt an zu hoffen. Und ich zum Glück durfte mich an Jesus Christus wenden. Und das war mein Glück auch in diesem Moment schon, weil der Heilige Geist mir dann schnell etwas aufzeigte und was mich dann ein wenig beruhigte. Und genau das wollen wir jetzt auch hören von Remo. Ja. Du hast ja vor einigen Jahren, wie lange ist das zurück, hast du dein Leben bewusst Jesus Christus anvertraut? Mhm. Mhm. Und jetzt hast du erwähnt, der Heilige Geist hat dir etwas gezeigt in diesem Zusammenhang. Da bin ich jetzt gespannt. Ich denke, Sie auch. Was war es denn, Remo? Ich denke mal, ein halbes Jahr nach der Bekehrung, das war etwa im Jahre 11, bekam ich ein Wort von jemandem aus meiner Gemeinde, meiner damaligen Gemeinde. Das war Lukas 1,37. Ich hatte auch schon Zeugnisdienst aufgrund meiner Bekehrung vom Herrschaftswechsel. Von der Finsternis, Esoterik in das Licht. Und nach meinem ersten Zeugnisdienst kam diese Frau zu mir und sagte, ich habe ein Wort für dich, Jesus will dir sagen, für Gott ist kein Ding unmöglich. Kurz darauf redete Gott wieder zu mir auf eine andere Weise, in einer Prophetie, die mich sehr ansprach. Und da
zeigte mir der Heilige Geist auf. Ich erinnerte mich an die Prophetie, ich hatte sie auf CD, habe sie gleich eingeworfen. Und da sagte Gott zu mir, Remo, ich sehe etwas in deinem Blut. Das habe ich gar nicht so realisiert damals. Ich sehe etwas in deinem Blut. Es ist nicht in Ordnung, aber ich werde dich heilen, Schritt für Schritt. In dem Maße, wie du auch für andere betest, wenn du in deinen Dienst trittst, wenn du ganze Sachen machst mit mir, mir nachfolgst, mir vertraust, gehört ja dann auch gewisse Gehorsamschritte dazu, Demut und Treue. Das kam mir sofort in den Sinn, dass der Herr mich ermutigt hat. Ich weiß es und ich sage es dir jetzt schon, damit du beruhigt bist. Und ich sage dir nicht wie und wann, aber ich verheiße dir, dass ich dich wiederherstellen werde. Und das gab mir sehr viel Mut, weil ansonsten wäre ich sicher in eine kleinere Krise dann gerutscht. Ja. Also das Wort aus Lukas 1,37, für Gott ist nichts unmöglich, genau. Das hat dich in dieser Situation sehr, sehr stark auch ermutigt. Ah ja, auf jeden Fall. Und auch das Wort, dass er etwas in meinem Blut sehe, das habe ich dann verdrängt, gar nicht mehr daran gedacht. Und das kam mir sofort in den Sinn. Und hat mich dann ermutigt auch, zum jetzt auf den Herrn zu vertrauen. Ich denke, er wollte einfach, dass ich jetzt lernte, im Glauben zu laufen. Es ist immer schwierig, dann herausfordernd in solchen Situationen auch eben nicht nur zu glauben, sondern auch zu vertrauen und im Glauben zu laufen. Du hast deine Gemeinde informiert, den Pastor, auch die Leute und ihr habt auch gebetet in dieser Situation jetzt um Heilung. Genau, auf jeden Fall. Wie wichtig war das für dich, diese Unterstützung zu haben, Gebet, das Mittragen von anderen? Ja, wenn man weiß, einfach nur auch die Anteilnahme durch das Gebet, wenn man weiß, das Gebet hat Macht, das Gebet eines Gerechten. In der Bibel steht, geh zu den Ältesten deiner Gemeinde, geh zum Pastor, das habe ich gemacht. Wir haben auch gefastet, das Unterstützung. Und dieser Beistand, der hilft mir doch enorm, auch diese Zeitspanne zum zweiten Bluttest war die schlimmste Zeit. Dann. Mhm. Genau. Jetzt kam es zum zweiten Bluttest. Genau. Und wie? Was kam dabei raus? Genau. Also ich muss ganz schnell vorausschicken, in der Regel kann dieser PSA-Wert abweichen, aber maximal um 0,8 oder 10% vom Wert, sagt man. Er ist ein bisschen umstritten, der PSA-Wert, aber mehr als 0,8 weicht er in der Regel nicht ab. Und ich betete, dass er einfach tiefer ist. Weil sobald er steigt, dann musst du sofort reagieren. Oder wenn er nur 0,5 steigt, dann musst du sofort weitere Schritte einleiten. Und ich betete nochmals intensiv, dass er einfach tiefer wäre. Ich dachte so, ja, 7,5 Gott, für dich sicher möglich. Und der zweite Wert, das ist unser Gott, unser Plus-Plus-Gott. Er hat ihn glatt halbiert und der zweite Wert war dann nur noch 4,5 und das war die erste ganz große Erleichterung, aber noch keine Entwarnung. Aber es war eine Ermutigung für dich, dran zu bleiben? Ja, auf jeden Fall, weil das ist außergewöhnlich, das hat auch mir der Arzt bestätigt, das ist eine höhere Macht, hat er dem gesagt, nur schon von 9,5 auf 4,5 hat gesagt, wäre er 6 oder höher gewesen, dann wäre es losgegangen mit Gewebsproben, Spital und so weiter. Ja. Und jetzt, das hat dich stark ermutigt. Ich denke, die Beter, die da mitgebetet haben, natürlich auch. Genau. Du wärst nicht bei Wunder heute, wenn es nicht noch weitergegangen wäre. Ja, genau. Ich musste dann nach 2 Monaten natürlich wieder antraben, oder? Und habe immer noch gedacht, ja, vielleicht noch ein wenig tiefer, oh mein Herr, das wäre so schön. Ich wusste, wenn er ansteigt, dann ist es schwierig, oder? Und entsprechend bin ich dann doch auch ermutigt, weil ich wusste, der Herr hat schon ein Wunder getan bei der ersten Senkung. Und bei der dritten war dann nur noch 3,5.
Und das war aber immer noch über der Norm. Und der Arzt sagte natürlich, ja, mit ihrer Vorbelastung, sie Regelhoff, ist immer noch über der Norm. Ist zwar jetzt viel besser, aber wir müssen da dranbleiben. Sie müssen wieder kommen dann in 2-3 Monaten. Das war jetzt erst kürzlich. Und dann ging es dann weiter mit der vierten Messung. Die war jetzt erst vor kurzer Zeit und das war speziell am Morgen, spürte ich auf einmal so einen Frieden, den dir nur Jesus geben kann. Ich wusste, du bist bei mir und es kommt gut. Der Herr machte dann dasselbe wie beim ersten Mal, er halbierte den Wert nochmals mehr als die Hälfte. Der letzte Wert war dann 1,6 und entsprach sogar der Norm und das war so überwältigend. Und ich saß dort und ich hatte so einen Frieden und ich glaube, das spürte auch der Arzt. Entsprechend hat er dann mir diese Analyse auch ausgedruckt und mir in die Hand gedrückt. Das sind die vier Messungen, grafisch dargestellt, und hat mir dann gesagt, Herr Regloff, nehmen Sie die nach Hause und hängen Sie die auf oder behalten Sie die. Und wir sehen uns in einem Jahr wieder. Also es ist nicht in dem Sinn ausgestanden, das ist klar. Aber es ist jetzt wirklich Entwarnung. Ich bin sogar in der Norm. Und das ist schon, ich sage mal, sehr, sehr außergewöhnlich jetzt. Der Arzt sagte mir, das ist eine höhere Macht und ich konnte ihn dann gleich auf die Bibel verweisen, die ich gesehen habe, immer dort im Eck, und habe ihm gesagt, ja, diese höhere Macht hat einen Namen, die heißt Jesus Christus, und ihm gehört die Ehre, ihm alleine, und das will ich Ihnen sagen, wenn wir jetzt schon von einer höheren Macht reden. Und das freut mich ganz besonders, Remo, wir haben das gehört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, er gibt Gott, er gibt Jesus Christus die Ehre. Ja. Und der Einstieg, erinnern Sie sich, der Wert war bei 9 x-mal höher, besorgniserregend, und jetzt so ein Resultat, das sogar der Arzt erkennen musste, hier hat jemand übernatürlich die Hände mit dem Spiel. Und darum, wir wollen Jesus von Herzen die Ehre geben, das noch einmal. Vielleicht sind Sie in einer Situation, da geht es nicht um die Prostata, sondern um irgendetwas anderes. Es soll Sie ermutigen, dass Sie Ihr Vertrauen auch auf Jesus Christus setzen, dass Sie von ihm erwarten. Und wir haben das auch in diesem Bericht sehr deutlich und auch sehr schön gehört, es ist so gut, wenn man füreinander beten kann. Manchmal hat man keine Kraft mehr. Manchmal weiß man selber gar nicht mehr, wie man beten soll. Und dann ist es so gut, wenn andere Menschen da sind. Wenn man in einer Gemeinde, in einer Kirche mit eingebunden ist und dort eben auch Gebet in Anspruch nehmen kann. Und in dem Sinn, ich weiß nicht, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielleicht kennen Sie Jesus Christus noch gar nicht persönlich. Das war bei Remo vor einigen Jahren der Fall. Das war der erste Schritt. Er war in der Esoterik beheimatet und er hat den Weg zu Jesus Christus gefunden. Er hat sein Leben total verändert, was sich auch deutlich hier zeigt. Er wusste, ich kann diesem Jesus Christus vertrauen. Er durfte jetzt erleben, wie Gott eingegriffen hat, jetzt auch in diese Situation. Das wünschen wir Ihnen auch von ganzem Herzen. Wenn Sie diesen Jesus noch gar nicht kennen, dann sagen Sie doch einfach in einem Gebet, Jesus, ich möchte dir mein Leben anvertrauen, mein Leben in deine Hände geben. Ein Gebet von Herzen gesprochen, Gott hört es und Gott erhört es. Er sagt, wer mich anruft, ich bin nur, also ganz in der Nähe, dem werde ich antworten. Und mit unserem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, jawohl, so wird man Christ. Wenn Sie Fragen haben, ungeniert, schreiben Sie uns. Sie können auch direkt eine E-Mail an Remo schicken. Wir werden die einblenden, noch die E-Mail-Adresse. Was wir Ihnen wünschen von ganzem Herzen ist, dass dieser Beitrag Sie ermutigt hat, und Gottes Segen.